Wir stellen uns ganz klar entschieden gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir fordern, dass die russischen Truppen unmittelbar zurückgezogen werden, bevor noch mehr Blut vergossen wird. Wir sagen ganz klar, wir stehen solidarisch an der Seite aller Geflüchteter. Wir fordern ein Bleiberecht für alle, ein Leben in Sicherheit. Ja, auch ein herzliches Dankeschön an meine Vorrednerinnen und Vorredner. Also ich fand das super. Es sind wirklich sehr, sehr wichtige Sachen heute auch schon gesagt worden. Deshalb möchte ich eigentlich nur vielleicht noch einige Gedanken ergänzen. Ich bin seit Anfang der 80er Jahre in der Friedensbewegung aktiv, also am Anfang natürlich gegen die Wiederaufrüstung, die sogenannte Nachrüstung, also Pershing 2, Atomraketen der NATO, die in Europa aufgestellt werden sollten. Ich war aktiv natürlich auch gegen den sogenannten Kosovo-Krieg, also das war der Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, der 1999 von einer rot-grünen Regierung mitverantwortet wurde. Damals war ich Redakteur der Monatszeitung Graswurzelrevolution und wurde kriminalisiert, weil ich die Leserinnen und Leser und die Soldaten aller Parteien zur Desertion aufgerufen hatte. Damals wurde ich also kriminalisiert wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, ein Gummiparagraf, den es tatsächlich immer noch gibt. Ich war der erste Journalist in der Bundesrepublik, der nach diesem Ermittlungsparagrafen wegen Desertion kriminalisiert wurde, weil das auch der erste Angriffskrieg der Bundesrepublik Deutschland war, an dem sie beteiligt war. Es war ein Krieg gegen die Menschen in der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien. Dort fanden Kriegsverbrechen statt, von der NATO natürlich, aber eben natürlich auch von der serbischen Seite. Wir haben nicht Milosevic damals unterstützt, sondern wir haben Kriegsdienstverweigerer, Deserteure, antimilitaristische Gruppen aus dem Kosovo, aus Serbien, aus allen Teilen Jugoslawiens und auch von allen NATO-Parteien unterstützt. Wir kämpfen dafür. Wir müssen auch heute dafür kämpfen, dass Kriegsdienstverweigerer und Deserteure aller Kriegsfraktionen Asyl bekommen in Deutschland. De facto ist die Situation gerade so, dass russische Soldaten teilweise desertieren, dass russische Soldaten tatsächlich auch ihre Fahrzeuge zerstören und beschädigen, damit sie nicht weiterfahren können. Diese Kolonne, die ihr wahrscheinlich gesehen habt, 75 Kilometer lange Panzerkolonnen, die werden zum Teil sabotiert von den Soldaten. Die Soldaten selber wollen nicht an diesem Krieg teilnehmen, sie wollen zum Teil auch desertieren. Die müssen wir unterstützen. Ich habe ganz konkret Freundinnen und Freunde in Russland und in der Ukraine. Ich mache mir Sorgen um diese Freunde und Genossen. Ich habe wirklich Schiss, dass mein Freund Vadim jetzt in Moskau, dass er verhaftet wird, weil da rechne ich fast jeden Tag mit. Ich habe echt Angst darum, um sein Leben. Und natürlich müssen wir dafür sorgen, dass auch Menschen aus Russland hier hinkommen können, ohne Probleme, dass sie fliehen können aus Russland. Und das gilt natürlich auch für die andere Seite. Ich finde es super, dass jetzt 1,2 Millionen Menschen in der Europäischen Union an Flüchtlingen aus der Ukraine aufgenommen wurden. Das finde ich richtig super. Ich denke, die Schätzungen gehen, dass es noch 4 Millionen werden, dass also ein großer Teil der ukrainischen Bevölkerung fliehen will. Wer nicht fliehen darf, das sind die 18- bis 60-jährigen Männer. Das ist ein Skandal. Die sollen Zwangsdienst leisten, Kriegsdienst leisten und sollen als Kanonenfutter in diesen Krieg geschickt werden. Das ist ein Wahnsinn. Kriegsdienstverweigerer aus der Ukraine haben in der Bundesrepublik in den letzten Jahren kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Das heißt, viele der Menschen, die den Kriegsdienst verweigert haben, die aus der Ukraine kamen, wurden als Asylbewerber abgelehnt und wieder abgeschoben in die Ukraine. Im Moment ist es so, dass überhaupt keine Männer, die über 18 Jahre alt sind, das Land verlassen können. Das ist eigentlich ein Skandal, der überhaupt nicht thematisiert wird in den aktuellen Medien. Das ist ein Verstoß gegen das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung und Desertion. Kriegsdienstverweigerer und Deserteure sind Helden, die sich gegen den Krieg stemmen, auf jeder Seite.
Ich wurde gestern gefragt von einem Radiosender aus Halle, wie ich mir denn vorstelle, was wir machen könnten als Friedensbewegung. Was können wir machen? Wir können Flüchtlinge unterstützen. Die Geflüchteten müssen reingelassen werden. Die müssen wir unterbringen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen hier menschenwürdig leben können. Geflüchtete aus allen Kriegsgebieten. Natürlich auch aus dem Jemen, aus Syrien, aus dem Irak, überall, wo Kriege stattfinden. Da fliehen die Leute. Und sie haben auch ein gutes Recht dazu. Wir müssen als Europäer dafür sorgen, dass sie hier menschenwürdig aufgenommen werden, dass sie die Grenzen auch überschreiten können. Wir brauchen eine grenzenlose Gesellschaft, eine freiheitliche Gesellschaft, in der jeder Mensch glücklich werden kann. Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Wir müssen alles dafür tun, dass Kriege gestoppt werden. Wir müssen das sabotieren. Wir müssen den Menschen, die sich gegen die Kriege stellen, in den verschiedenen Ländern unterstützen. Was hier momentan passiert, ist ein politischer Skandal. Es werden Waffen massiv geliefert in ein Kriegsgebiet. Die Bundesrepublik Deutschland, die rot-grüne Regierung, verschiebt Waffen in ein Gebiet, wo es natürlich zu Blut und Massaker kommen wird. Es findet sowieso ein Massaker statt. Die Leute müssen fliehen. Es ist ein Verbrechen, was da stattfindet. Was wir unterstützen können, ist die Oppositionsbewegung in Russland, die sich gegen das Regime stellt. Ein großer Teil der Bevölkerung in Russland ist sicherlich nicht einverstanden mit dem, was dort passiert. Durch die Medien, die herrschenden Medien in Russland, werden sie natürlich propagandistisch eingestimmt auf diesen Krieg. Aber ich kenne viele, viele Menschen in Russland, die auch Gegenmedien nutzen, die auch soziale Medien nutzen, die wissen, was passiert, die gegen diesen Krieg sind, die gegen dieses autokratische, militaristische Regime von Putin sind. Und die gilt es zu unterstützen. Die Beschlüsse der Bundesregierung, jetzt einen Extra-Etat von 100 Milliarden Euro für den Krieg zurechtzustellen, 2% des Bruttoinlandsprodukts für den Krieg, also für das Militär auszugeben, ist ein Wahnsinn. Die Bundeswehr ist die siebtgrößte und stärkste Armee der Welt. Durch diese Entscheidung wird sie zu viertgrößte. Was wollen wir? Wollen wir ein kriegerisches Land? Wollen wir ein Europa, was Kriege führt? Das wollen wir nicht. Wir müssen gegen Militarisierung und gegen Remilitarisierung kämpfen. Das ist ein total falscher Weg, der hier gerade gegangen wird. Wir müssen Fridays for Future unterstützen. Wir brauchen eine Energieversorgung, die sich umweltfreundlich auswirkt. Das heißt natürlich kein Gas, kein Atomkraft und auch natürlich keine Kohle natürlich, genau. Und was wir gerade in der Ukraine sehen, in die Ukraine, es gibt 15 Atomkraftwerke in der Ukraine, in Tschernobyl, in einem verseuchten Gebiet, finden Kämpfe statt. In dem größten Atomkraftwerk Europas hat es gestern einen Brand gegeben. Wir sind sozusagen kurz vor einem absoluten Super-GAU. Das ist der absolute Wahnsinn, dass in dieses Kriegsgebiet Waffen exportiert werden, dass dort aufeinander geschossen wird. Wie stellt man sich das vor? In Tschernobyl ist das Gebiet immer noch komplett verstrahlt. Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn da eine Granate auf den Boden knallt, dann ist das die Radioaktivität, die jetzt im Boden ist, wird freigesetzt. Wenn eine Granate den Reaktorkern wieder treffen sollte, dann haben wir hier nächsten Super-GAU. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir müssen diesen Krieg stoppen, wir müssen das Putin-Regime stoppen, aber wir müssen jeden Militarismus und jede Kriegspartei in die Grenzen schreiben. Ja, es ist heute viel gesagt worden. Ich sage euch, nie wieder Krieg für eine gewaltfreie, menschenfreundliche, herrschaftslose Gesellschaft. Yeah, all we are saying.